Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute mal wieder Pasta, und zwar Pasta am Grill. Wir machen Bacon Cannelloni. Viel Spaß! So Freunde, und sind die Zutaten für unsere Bacon Cannellonis. Wir haben hier zum einen 500 Gramm Hackfleisch gemischt, einige Jalapenos, die ich noch ein bisschen klein gemacht habe, genau wie einige Tomaten, ca. 150 Gramm Cheddar. Baconscheiben brauchen wir, ich weiß nicht wie viele. Wir werden wohl 8 Cannellonis machen. Die Würzmischung für das Hackfleisch. Und ich nehme Lasagne. Ich habe leider keine frischen Platten gekriegt, so wie in Italien damals bei dem Rezept, das ich euch noch verlinken werde. Ihr könnt natürlich auch alternativ die Cannellonis nehmen, die Originalen, aber jeder weiß, wie schwer die zu stopfen sind. Ich werde das so machen, dass wir die Lasagne so circa 2 Minuten vorkochen. Ja, damit befasse ich mich als nächstes und dann sehen wir uns hier wieder. Unser Mett ist nun gewürzt. Wie viel hast du da reingetan? Gut, eine ganze Menge. Eine ganze Menge, einfach Freischnauze. Okay. Also es ist gut gewürzt. Dazu kommen unsere geschnittenen Tomaten, die Jalapenos und der Käse. Und das Ganze werde ich nun vermengen. Ja, Freunde, so sieht unsere fertige Füllung aus. Unsere Lasagnenplatten sind vorgekocht. Und jetzt werden wir füllen. Und nun füllen wir. Ihr seht, ich habe schon ein Probeding gemacht. Nicht, dass es peinlich wird. So. Einmal die vorgekochte Lasagneplatte. Das heißt, in heißem Wasser, dass sie weich wird. Dann kommt unser Speck drumherum. Der Bacon, genau. Das sind aber schöne Scheiben. Nicht so hoch immer gehen. Ich muss Entschuldige. Irgendwie muss ich auch filmen. Denke, 2 Scheiben pro Bulla. Das reicht. Ja, das Ja. reicht. Nicht, dass uns die Lasagneblätter trocken werden. Nein. Okay, so machen wir dann mit den weiteren Lasagneblättern weiter und dann melden wir uns am Grill wieder. Genau. So, unsere Bacon Cannelloni fertig gefüllt. Gehen jetzt erstmal bei direkter Hitze auf den Grill von jeder Seite ein paar Minuten. Also nicht so viel. Nur, dass sie kurz stark angegrillt werden. Danach wechsle ich in den indirekten Bereich. Ich denke mal so 20, 25 Minuten werden wir brauchen. Denke ich wohl auch. Ja. Ja, und wenn wir soweit sind, melden wir uns wieder. Ja, Freunde, es hat gut 40 Minuten gedauert, aber jetzt sind unsere Bacon Cannellonis fertig. Nicht so hochhalten, das hatten wir doch vorhin schon mal. Ja, okay. Nehmen wir jetzt erstmal alle runter. Ja, und da Kühnes wieder viel zu viel gemacht haben. Die Mettfüllung war zu viel. Ja, da ist einiges übergeblieben. So, ich muss mal ganz kurz wechseln. Ups. Den lassen wir mal raus. So. Ja. Da haben wir hat Anne nämlich einiges vorbereitet. Genau, der Rest von der Mettfüllung zu kleinen Mettbällchen geformt. Eine Dose Pizzatomaten. Zwei Knoblauchzehen, Salz und Oregano. Das Ganze geht jetzt auf den Grill und ja, braucht mit Sicherheit 40 Minuten, aber unser Mittagessen für morgen ist dann fertig. Ja, das wird dann aufgewärmt und denke mal, das wird genauso lecker sein. Mal schauen. Wir richten unsere Cannelloni jetzt mit einer scharfen Knoblauchsoße an und lassen es uns schmecken. Genau.
Ja, Freunde, kurzes Fazit. Heftig, 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 aber saulecker. Gerade in Verbindung mit der Knoblauchsoße, richtig schönes Ding. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr uns immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, tschüss.